Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten Videos sehr stark mit Zeigern und Referenzen in C++ auseinandergesetzt und ich möchte in diesem Video nochmal kurz zusammenfassen, wann setze ich denn jetzt eigentlich Pointer und Referenzen ein, anstatt eben direkt einfach bloß den Typ für Call by Value anzugeben. Ja, der Punkt ist, ich habe in den vorherigen Beispielen alles mit dem Typ int gezeigt. Und genau für diesen, also für primitive Datentypen, würde ich mir also sehr stark überlegen, ob man dazu wirklich Sachen per Call by Reference übergeben muss. Wenn wir uns aber an C# zurückerinnern, da war es ja so, dass primitive Typen hauptsächlich Value Types sind, bis auf String. Und genau da kann man eben auch ansetzen, um zu überlegen, kann ich denn hier meine Sachen in C++ nach einem ähnlichen Prinzip gestalten. Und dazu können wir uns mal eine Beispielklasse Person anschauen, die wir ja auch schon kennen. Also Sachen wie Booleans, Doubles, Ints würde ich mir sehr stark überlegen, ob ich die wirklich per Call by Reference übergeben will oder nicht. Normalerweise würde ich da eben sagen, da nehme ich Call by Value. Bei Strings und komplexeren Objekten, die eben mehrere Felder haben und mehrere Methoden noch mit sich bringen, da kann man dann eben durchaus sich überlegen, mache ich mir hier eben, nutze ich hier Referenzen oder Pointer, um für Parameter eben bestimmte Werte anzugeben. Und wir schauen uns das einfach mal an. Wenn wir hier eben die Klasse String nutzen wollen, dann könnten wir ja eben beispielsweise einen String Pointer auf den Namen machen. Und wir haben dann hier eben die Möglichkeit, dass wir einen Setter bauen, der eben einen String Pointer bekommt. Und hier können wir diesen eben zuweisen. Und vorher können wir natürlich noch überprüfen, ob das ein Null Pointer ist. Und dann auch eine entsprechende Exception werfen. Und so würde eben ein Call-by-Reference-Pendant in C++ aussehen, wo wir eben den Namen einer Person setzen können. Und hier kann man dann eben auch diesen entsprechenden Pointer wiederum zurückgeben. Und somit sind wir dann eben hier bei dem Punkt, dass wir Call by Reference hier einsetzen würden für diesen String, den wir hier bekommen. Und hier eben würde ich diesen Pointer tatsächlich hier wegnehmen. Dann sieht man ja natürlich schon, dass hier diese Zuweisung nicht mehr geht oder diese Überprüfung für den Null Pointer nicht mehr geht. Aber dann würde eben hier Call by Value eingesetzt. Also wann muss ich mir das überlegen? Natürlich, wenn ich vermeiden möchte, dass sehr große Objekte per Call by Value übergeben werden, was ja impliziert, dass diese Objekte jeweils beim Übergeben komplett kopiert werden. Und im Prinzip kann man sich dann eben schon bei Strings Gedanken machen, dass das Sinn macht. Oder eben bei anderen Objekten, die wir eben, wie wir es aus C# kennen, beispielsweise per Dependency Injection bekommen, dass wir da eben darauf achten, dass wir hier eben
diese per Call-by-Reference bekommen. Es gibt noch einen wichtigen Punkt, wenn Sie eben für Felder Referenzen einsetzen statt Strings. Wir haben hier eben bei diesem String einen Pointer letztendlich eingesetzt. Warum? Damit wir hier eben einen Null-Pointer haben, den können wir hier eben zuweisen und irgendwann später im Verlauf des Lebens dieses Objekts kann dann eben SetName aufgerufen werden, wo dann der tatsächliche Name übergeben wird. Und wir haben aber auch natürlich die Möglichkeit, dass wir für Felder eben Referenzen einsetzen. Ich mache das jetzt hier auch nochmal mit der Klasse String und nenne das einfach mal Feld A. Der Punkt ist aber, wir kriegen hier jetzt einen Compiler-Fehler. Im Normalfall, wenn wir eben versuchen, für diese Beispielklasse, dass wir die jetzt mal instanziieren. Und warum kommt dieser Fehler? Weil wir hier eben eine Referenz verwenden und eine Referenz ist dann doch vom Compiler ein bisschen anders gehandelt als ein Pointer. Wir müssen eben eine Referenz, wenn wir sie als Feld hier verwenden, initialisieren. Das heißt wiederum, wir müssen hier eben einen Konstruktor machen, bei dem wir tatsächlich irgendwie hier tatsächlich Feld A direkt als Initializer hier initialisieren. Das heißt, wir müssen hier eben einen Wert angeben, den wir hier für dieses Feld A bekommen. Das heißt, Referenzen als Felder dürfen nach dem Konstruktoraufruf nicht uninitialisiert bleiben. Wir müssen sogar diesen Initializer-Syntax hier verwenden. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Es ist nicht möglich, dass wir hier einfach Feld A gleich Wert schreiben und das hier oben weglassen. Wie wir hier sehen, da bekommen wir hier einen Compiler-Fehler. Und das ist eben der große Unterschied zwischen Referenzen und Pointern. Wir haben eben bei Pointern die Möglichkeit, dass wir hier tatsächlich den Null-Pointer einsetzen und sozusagen ein Feld mal auf Null zeigen lassen. Bei Referenzen ist das nicht der Fall. Hier müssen wir tatsächlich eben einen Wert übergeben, der dann auch schon im Konstruktor initialisiert wird. Das passiert hier mit dieser Syntax. Was das genau heißt, schauen wir uns später an. Im Prinzip müssen wir uns aber merken, dass wir eben hier prinzipiell Referenzen bei Feldern immer initialisieren. Beispielsweise so. Ja, das ist natürlich Blödsinn. Ne? Ich muss erst natürlich ein String bilden. Den man dann natürlich auch verändern kann. Man könnte dann natürlich sagen, gut, ich mache dieses Feld hier zur konstanten Referenz. Dann ist das natürlich wieder was anderes. Dann kann ich hier natürlich direkt Hallo angeben. Aber im Prinzip muss man einfach im Kopf behalten, wenn ich Referenzen als Felder verwende, müssen diese im Konstruktor initialisiert werden. Und zwar mit genau dieser Syntax hier, die wir hier oben sehen. Darauf werden wir aber in einem späteren Video auch noch zu sprechen kommen. Ansonsten bleibt die Überlegung gleich. Es ist durchaus auch nicht verboten, dass man eben mal, was weiß ich, ein komplexes Objekt per Call-by-Value bekommt. Aber prinzipiell sollte man sich eben im Normalfall überlegen, bei komplexen Objekten, gerade die, die man auch objektorientiert betrachtet, also die sozusagen bestimmte Teilprobleme kapseln, dass man die eigentlich grundsätzlich mal per Referenz übergibt. Und in C++ sind wir dafür eben selbst zuständig.
wir müssen eben darauf achten, dass wir hier Referenzen oder Pointer einsetzen, damit Call by Reference durchgeführt wird. Wenn wir das einfach weglassen und hier bloß den String stehen haben, dann ist es nicht so einfach und von der Runtime eben gemanagt wie in C#, dass wir hier automatisch Call by Reference bekommen, sondern wir haben hier eben jetzt den Fall, dass hier tatsächlich der String via Call by Value für diese Methode SetName übergeben wird. Und im Normalfall ist das eben nicht das, was wir wollen. Und deshalb ist es eben sinnvoll, dass man sich da einmal drüber Gedanken gemacht hat, wie möchte ich denn jetzt meine Parameter und meine Felder eben ausstatten? Sollen die eben auf bestehende Objekte zeigen oder sollen diese tatsächlich Kopien sein? Und damit bin ich am Ende für diesen Abschnitt. Wir haben uns jetzt nochmal ausgiebig mit Pointern und eben den neuen Referenzen in C++ beschäftigt. Und deshalb können wir dann in den nächsten Videos tatsächlich mit den Unterschieden für Klassen in C++ beginnen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!